Hey Leute, was geht? David, man eine seine Schiene. So, heute wieder mal von meiner schallenden Webcam-Kamera, da das Headset, wie ihr wisst, einfach immer leiser wird, egal ob ich es hochdrehe oder nicht. Und das ist einfach nicht optimal und daher müsst ihr mich jetzt so schallend ertragen. So, heute geht es darum, man hatte mich gefragt, wie man denn so einen Pokéball öffnen kann, so eine Animation erstellen kann. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das sieht im Endeffekt so etwa aus. So, und dann geht's wieder zu. Da ich leider jetzt nicht unbedingt so ein Pokémon-Nerd bin, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das realistisch ist oder nicht. Aber ich zeige euch das einfach mal, wie ihr das so machen könnt. So, dann löschen wir das Ganze mal. Beziehungsweise machen wir einfach ein neues Projekt. Neu. Und als erstes machen wir uns die obere Seite und untere Seite. Deswegen machen wir uns eine Kugel, machen die Segmente auf 100, machen uns als Typ eine Halbkugel, zoomen ein bisschen ran. Und das haben wir die kleinen Segmente. Also ihr solltet, am besten sind wirklich 100 Segmente, weil wenn ihr jetzt beispielsweise weniger habt, sage ich mal 50, dann wird die Lücke zwischen den zwei Seiten, wo das Schwarze halt ist beim Pokéball, wird dann zu groß und das sieht nicht toll aus. Also ich persönlich finde 100 gut. Vielleicht 150 geht auch noch, aber ich finde optimal 100. Meine Erfahrung. So, dann drücken wir C. Wählen das Polygon-Modus aus und gehen auf Selektion, auf Loop-Selektion und löschen uns den unteren Teil hier mal raus. Also raufklicken, dann haben wir alles selektiert und entfernen drücken. So, jetzt machen wir uns das typische Loch. Und zwar gehen wir erstmal in den Objektmodus wieder. Dann 3D-Objekte, gehen wir auf Zylinder. Dann gehen wir hier in die B-Koordinate und machen 90, damit es liegt. Gehen in unsere Selektion in unserem Live-Selection-Werkzeug. Und ziehen uns das ein bisschen kleiner. Allerdings nicht zu klein, macht es einfach so nach Augenmaß, wie euch das gefällt. Weil im Endeffekt wird das halt das Loch und dann kommen halt noch zwei Zylinder drauf. Deswegen müsst ihr euch so ein bisschen gucken, wie es euch gefällt. Ich finde, das sieht auch schon mal, das ist okay so, das lassen wir. Beim Zylinder machen wir beim Objekt, Reiterobjekt, die Segmente 100. Damit das Ganze nicht so eckig aussieht. Und gucken, damit es nicht raussteht auf der anderen Seite. Deshalb ziehen wir zusammen nur kleiner. Hier vorne ist es egal, es sollte nicht hinten rausstehen, weil wir das ausschneiden. Und dann haben wir auf beiden Seiten noch. Das wäre doof. So, jetzt machen wir und nehmen uns ein Bool-Werkzeug. Das heißt, wir gehen hier auf dieses Ding, dann auf Bool und packen die zwei Objekte hier rein. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt ein Loch. So, jetzt müssen wir uns den Zylinder kopieren wir uns mal mit STRG-C, STRG-V, weil den brauchen wir gleich noch. Dann machen wir den mal aus, hier das Häkchen. Und dann selektieren wir das Bool hier und drücken mal kurz C. Dann haben wir das Ganze selektiert, also Ganze als Polygon. Und da wir das jetzt so als Unterkategorie haben, wollen wir nicht haben, deswegen selektieren wir uns beide, damit halt beide ausgewählt sind, rechte Maustaste und verbinden und löschen. So haben wir nur ein Objekt, das können wir jetzt aus dem Null-Objekt-Pool herausziehen. Und voilà, haben wir nur ein Objekt, das Pool können wir löschen. Jetzt haben wir nur ein Objekt. Ihr müsst das nicht machen, das ist einfach so der Ordnungshalber einfach sehr angenehm. Dann benennen wir das nochmal ganz kurz und zwar oben. Dann gehen wir hier ins Polygonwerkzeug, dann Selektion, Quatsch, nicht Selektion, also Werkzeug, dann Steuerung A, also STRG und dann A, dann haben wir alles ausgewählt, alle Polygone, dann rechte Maustaste, extrudieren und dann ziehen wir uns das einfach nur, könnt ihr die Maus bewegen, wie ihr wollt, oder ihr gebt hier bei einem Offset mal 6 ein. Okay, hat er, ne, okay, hat er nicht genommen. Also nochmal.
super. Vorzeigeffekt. Dann gehen wir hier nochmal raus aus der ganzen Schose. Also ihr seid jetzt drin und geht jetzt nochmal auf Extrudieren. Macht ihr mal 6. Ich hatte das nicht zugewiesen. Das sollte natürlich nicht sein. Ihr geht entweder zuweisen oder drückt einfach Enter. Dann hat er das extrudierte 6 cm. So, dann gehen wir uns unser Objektwerkzeug, dann kopieren wir uns die ganze Schose, strgc, strgv, nennen das mal unten und wählen wir aus, gehen auf die db-Koordinate 180, weil das wollen wir nach unten drehen. Jetzt ist es doch auf der falschen Seite, deswegen gehen wir bei h auf 180. Oi, da muss ich den anstöpseln. Also. Auf 180. Also unten 180. Meine Tüte, das ist quasi nur easy. Gut, 180, beide 180. Also oben H und unten B. So, jetzt haben wir schon mal das. Jetzt wollen wir uns den Kern machen. Das heißt, wir nehmen einfach eine Kugel und machen die Segmente auf 100. So, da wir allerdings das hier öffnen wollen, das heißt also in leer sein soll, praktisch, machen wir uns einmal, also drücken wir C, wollen wir so einen Gürtel haben. Das heißt, wir drücken C, damit wir den in unser Polygonbearbeitungswerkzeug benutzen können. Und gehen auf Selektion und dann auf Loop-Selektion und wählen uns mal die sichtbaren Ringe aus. Das heißt, wir gehen auf 3, auch wenn man 3 jetzt nicht so sehen kann, sicher ist sicher. Machen wir hier das, halte dann Shift gedrückt und könnte auch die anderen aktivieren, sodass es dann 1, 2, 3, letztendlich 4 sind in der Mitte. Die wollen wir aber nicht löschen, wir wollen den anderen Rest löschen. Deswegen gehen wir auf Selektion, dann auf Inventieren, das heißt, er dreht das einmal um und dann gehen wir auf Entfernen und schwupps, ist weg. Das nennen wir jetzt mal Gürtel und den Gürtel wählen wir an, drücken wieder STGA, damit wir alles selektiert haben, weil momentan ist es ja nur platt und wir wollen es ja ein bisschen, dass es ein bisschen tiefer hat, dass es ein bisschen wie ein 3D-Objekt aussieht. Das heißt, wir gehen, also wählen alles aus, gehen recht, Mustertaste extrudieren und extrudieren es aber mal mit 5. Zentimeter, dann zuweisen oder Enter drücken. So, jetzt ist es allerdings so, wie ihr sehen könnt, dass das ein bisschen nach außen gerutscht ist. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb gehen wir einfach nur unser Selektionswerkzeug, Objekt, Tool, gehen auf Skalieren und Skalierwerkzeug und wählen dann einfach alle drei an. Gehen hier in der Mitte, damit alle Achsen so gelblich-weiß leuchten. Und dann schieben wir es einfach nur, also klicken wir an und schieben die Maus ein bisschen zu uns hin. Und das machen wir aber so weit, wie es uns gefällt. Also da gibt es kein Maß. Macht es einfach, wie ihr wollt. Ich finde, so ist es nett. So. Jetzt kommt unser Zylinder in Einsatz. Zwar den Zylinder haben wir kopiert, weil momentan ist der Gürtel hier ja, den sieht man ja noch und den wollen wir gelöscht haben, weil es sieht halt einfach nicht toll aus. Deswegen aktivieren wir uns den kurz und schneiden wir nochmal aus, gehen auf Bool, packen uns den Zylinder rein und den Gürtel rein. Jetzt ist es natürlich, ja genau, so wollen wir es haben. Jetzt ist es ausgeschnitten und wie ihr sehen könnt, ist hier leer. Und hier an den Seiten haben wir noch den Gürtel. Genau, das wollen wir haben. So, jetzt kopieren wir uns den Zylinder, den wir gerade hatten. Kopieren wir uns nochmal. STRG, STRV. Und dann gehen wir mal auf oben hier, auf die obere Halbkugel und deaktivieren die mal ganz kurz. Drücken hier, bis es rot wird. Dann sehen wir uns, können wir uns mal reingucken, wie es da aussieht. Und jetzt ziehen wir uns das Ganze mal hier zusammen, somit dass es halt so eine Scheibe wird. Das ziehen wir ja jetzt nicht zu sehr zusammen, aber so ungefähr, dass es halt abschließt mit einem Gürtel.
aber nicht zu sehr geplättet aussieht. So ist doch schon mal gut auf jeden Fall. So. Jetzt können wir hier unseren oben wieder aktivieren. Und seht ihr, es wird schon mal langsam ein Pokéball. Dann kopieren wir uns den Zylinder hier oben. Den kopieren wir uns nochmal. Und gehen unser Live Selection Werkzeug und ziehen den nur ein bisschen raus und machen den ein bisschen kleiner. Ungefähr. Ja, so ist gut. Auch wieder nach Augenmaß. Jetzt geht ihr in den Zylinder rein und macht die Rundungen, macht ein bisschen Rundungen rein. Also Deckfläche, Reiter, Deckfläche, Rundungen. Die Rundungen könnt ihr den Radius ein bisschen verstellen. Ich würde eventuell das ein bisschen breiter machen. Können Sie es mal oben deaktivieren, um zu sehen, wie es aussieht. Weil ihr solltet nämlich nicht den Fehler machen, dass es dann hier rausguckt, weil das sieht dann halt nicht sehr professionell aus. Deshalb. So ist okay. So ist auch gut. Ihr könnt jetzt entscheiden, Radius halt, ob ihr das so lieber mögt, das heißt damit halt mehr abgerundet ist, oder beispielsweise mal auf 1, so dass halt nur am Anfang abgerundet ist und dann verläuft es ins Gerade rein. Mir gefällt das so besser, wie es ist. Dann ist der GSRV wieder kopieren und dann wieder kleiner machen. Denke, so ist das, ja, so ist gut. Und das ziehen wir dann nochmal raus. Ja, ich denke, so ist gut. So, und das war es auch schon im Großen und Ganzen. Jetzt gehen wir also oben wieder anwählen, damit es halt aktiviert wird. Und jetzt habt ihr den Pokéball. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz Texturen rein, das geht ja ganz fix. Farbe machen wir mal rot. Spiegelung finde ich am besten, ich meine gut, ich mache jetzt eh kein Lightroom, aber für euch, so als Pokéball finde ich ganz gut, 20. Dann kopieren wir uns das mal ganz kurz, das ist der GSLV, dann kopiert den Shader, dann müsst ihr nicht diese ganzen anderen Einstellungen machen, dann müsst ihr dann die Farbe kopieren, Farbe verändern. Dann ist schwarz, das Schwarz machen wir mal als Metall und dann ist GSLV. CEV und Farbe weiß und jetzt machen wir das Glanzlicht, aber nicht als Metall, sondern Plastik. Jetzt packen wir unten weiß, unten rot, Mitte schwarz und hier die Platten sind auch weiß. Na, okay, das war nicht weiß. Dieser Zylinder hier ist natürlich schwarz. Weiß doch jedes Kind. Und das andere auch nochmal weiß. So, jetzt können wir mal kurz rendern. So sieht es halt aus. Wenn ihr das halt noch gut in Szene setzt, dann wird es natürlich auch netter. Sorry, war gerade Telefon. So, also jetzt machen wir noch ganz fix die Animation, weil ich muss gleich wieder weg. Und zwar haben wir es soweit fertig. Jetzt wählen wir uns mal den Nullpunkt an und gehen jetzt mal in die Ecke quasi unter der Timeline, wo wir diese drei verschiedenen, diese vier verschiedenen Dinge haben und wählen uns das aus, also dass es nicht angewählt ist und das Skalieren auch nicht, sondern nur das Rotieren. Und also ist ganz wichtig, damit wir die anderen Werte noch verändern können später. Bei 0 setzen wir einen Keyframe und dann gehen wir mal auf 20 und ziehen es einfach so, wie wir haben wollen. Ich gehe mal so von diesem Winkel aus und nochmal einen Keyframe setzen. Und jetzt könnt ihr sehen, öffnet sich das. Das Ding ist jetzt, das könnt ihr auch hier sehen, beziehungsweise das Rendern, da sieht man halt durch, dass es so eine Hülle ist. Ist halt doof. Deswegen wählen wir uns da die obere Schale an und gehen nur auf unser Selektionswerkzeug und verschieben es. Deswegen war es ganz wichtig, das hier nicht selektiert zu haben. Deswegen machen wir ein ganz kleines Mü raus. Jetzt haben wir das. So, jetzt verändert sich das auch nicht. Ja, sehen wir noch mal ganz kurz.
Okay, dann gehen wir mal auf 20 und setzen wir hier mal raus. So, wie ihr sehen könnt, okay. Gut, machen wir ein bisschen mehr. So. Jetzt gucken wir mal, ob das noch aussieht, einigermaßen gut aussieht. Ja, so sieht es auch einigermaßen gut aus. So, jetzt haben wir schon mal die Animation. Was euch eventuell auffallen könnte, ist, dass man hier noch so einen kleinen Unterschied sieht, dass es halt ein bisschen verläuft. Das machen wir auch ganz kurz weg, und zwar indem wir also auf 20 gehen und dann auf Skalieren und das Ganze dann ein bisschen hochskalieren, bis es weg ist. Jetzt ist es natürlich so, dass der Unterschied sehr groß ist von der oberen Hülle zur unteren, deswegen wählen wir kurz die untere Hülle aus und skalieren das Ganze auch nochmal ein ganz bisschen, so wie wir es haben wollen. Also jetzt nicht zu extrem, aber ja. Und jetzt sehen wir noch ein bisschen, okay. So. Und wie ihr sehen könnt, haben wir schon mal die Animation. Und das war's auch soweit eigentlich. Ihr könnt jetzt. Okay. Vorzeigeffekt. Bei mir hat es immer ganz funktioniert. Gut, das drehen wir uns dann einfach nochmal so ein bisschen zurecht. Also ihr könnt da nichts schief machen. So. Okay. Alles klar, das war da ein bisschen zu viel skaliert. Alles klar, aber ihr könnt halt einfach, wie gesagt, nichts kaputt machen. Dann skaliert es einfach noch ein bisschen runter. Und voilà, habt ihr es schon mal. So, und das war eigentlich die ganze Geschichte. Ihr könnt jetzt halt, wenn ihr das jetzt mal oben wegmacht, also könnt ihr halt reingucken. Hier könnt ihr noch irgendwelche Pokémon platzieren, beziehungsweise auch, ich habe mal ganz geile Bilder gesehen, dass dann irgendwie so Hightech-Lichter draufgesetzt wurden oder so, also ziemlich geil. Könnt ihr euch machen, wie ihr wollt. Ich würde sagen, das war es erstmal vom Tutorial und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was dabei lernen. Und wenn ihr irgendwelche anderen Sachen haben wollt, dann schreibt mir es an die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis bald.